Everybody, hello, ich grüße euch. Ich wollte wieder mal was Schlaues sagen. Ne? Finanzieller Erfolg, das Thema. Annette hier. Wer natürlich keinen haben will, macht das Video wieder aus, ne? Weil es wäre ja Schwachsinn, da jetzt drin zu gucken und so. Okay. Da liegt aber die Armutssuppe vom Feinsten. Und euch wurde der Kopf abgeschnitten, so bis hierhin. Also man funktioniert nur. Man ist so richtig in seiner Suppe, in seinem Drama. Ich habe kein Geld, ich bin arm, ich kann nichts, ich bin nichts, ich schaffe nichts. Im Hintergrund sind noch ganz viele Harpunen mit Ketten dran, mit irgendwelchen Glaubenssätzen und Programmen zum Thema Geld, Finanzen, Armutsgelübde. Glaubenssätze, dass wenn man Geld hat, dann ist man ein böser Mensch, dann ist man in Gefahr. Du kannst ja eh nicht mit Geld umgehen, also perpetuum mobile, das läuft und läuft und läuft. Was haben wir noch? Du bist zu klein, zu dumm, du bringst es zu nichts, du kannst nichts, du bist gar nichts. Du kannst froh sein, wenn du Hartz IV bekommst. Selbstbewusstsein fehlt, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwertgefühl. Was bin ich überhaupt wert? Ich war ja nie für irgendjemanden was wert, also bin ich ja auch nicht wert. Warum sollte denn also jeder für dich Geld ausgeben? Das ist nur so ein Gedanken, die ich mal so raushaue hier, weißt du? So, ich tue mal wieder so, wie schlau ich bin. Wut und Hass auf Geld. Es ist so schlecht und so böse und Geld ist schmutzig und was haben die alle gemacht, um ganz viel Geld zu haben. Und ich bin ja so eine Liebe und so eine saubere und so eine reine und so eine tolle Seele, weil ich keine Puseratze habe. Und eben die Wut auf Geld, hat man eben schon. Geld ist ja so böse, das kommt einfach nicht zu mir. Egal, was ich schon gemacht habe, egal, wie ich schon aufgelöst habe, es kommt einfach nicht, es nährt mich nicht, es füllt mich nicht. Und ich kann mir dieses und jenes einfach nie leisten. Dann haben wir das Thema, wir sind in einem Kollektiv. Wir sind im Kollektiv der Arbeiter. Wir sind im Kollektiv der Hausfrauen. Wir sind im Kollektiv der Hartz-IV-Empfänger. Wir sind im Kollektiv der Pförtner. Wir sind da drinne. Da können wir dann nicht einfach plötzlich Geld haben, weil ein Hartz-IV-Empfänger hat kein Geld. Oder ein Pförtner, der verdient auch nicht viel. Oder der Bauer oder der Handwerker, die verdienen alle nicht viel. Also da darf ich ja auch niemals nicht viel verdienen, weil dann gehöre ich ja nicht mehr in dieses Konstrukt, in dem ich darin geboren wurde. Oder mich selbst freiwillig drinne verankert habe, um nicht alleine zu sein, weil ich will ja zu irgendwem oder was gehören. Wow. Was haben wir noch im Feld? Finanzieller Erfolg, naja. So eine Scheiße. Um Geld zu erhalten, muss ich ja was tun. Und ich bin ja so eine stinkend faule Möb. Ich sitze ja am liebsten den ganzen Tag auf meiner Pizza-Pommes-Mayo-Couch, tue nichts, freue mich, dass jeden Monat Hartz IV auf mein Konto kommt. Und ich dafür nichts tun muss. Wenn ich jetzt aber wieder arbeiten muss, muss ich ja wieder früh morgens raus, muss ja wieder hin und dann von 8 bis 16 Uhr in einem Job sein und bin so unglücklich und unzufrieden. Oh mein Gott. Ja. Und mich will ja keiner, mich nimmt ja keiner. Und klar, warum nicht? Welche Ausstrahlung hast du? Welche Gedanken, welche Gefühle? Punkt 1. Wir müssen nichts tun für Geld. Wir müssen nichts tun, das hat man uns verkauft. Du musst immer ackern, du musst immer was leisten, um Geld zu bekommen. So ein Blödsinn. Wie oft ist man draußen schon rumgelaufen und dann findest du mal einen Cent, einen Euro, zwei Euro. Meine Fresse, du musstest dafür was tun, dass du das jetzt findest. Ja, na logisch, du musst mal dich bücken, um das aufzuheben. Punkt 2. Und, Punkt 2 ist, wenn du dich unglücklich fühlst in deinem Job, ganz ehrlich, du sitzt da mit deinem dicken Pizza-Pommes-Mayo-Arsch,
Auf dem Stuhl? Ja, dann weiß ich wenigstens mal, die gehen einen Monat für Geld kriegen. Mit welcher Intention gehst du zur Arbeit? Bloß um Sicherheit zu haben. Du lebst nicht deinen Traum, nicht dein Herz. Ja, du kriegst das, was du zum Überleben brauchst. Das ist ja die Intention, warum du zum Job gehst. Dann weiß ich wenigstens, dass ich die Miete und Strom und Wasser und bla 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 bezahlen kann. Du lebst aber nicht deinen Traum vom Herzen. Und lebst du den? Dann ist es kein Arbeiten und dann ist es kein Verdienen von Geld, sondern dann ist es ein Geschenk. Dann ist es einfach nur ein Geschenk, das du da kriegst vom Geldwesen. Und ganz ehrlich, warum sollte das Geldwesen irgendeinen von euch dafür belohnen, wenn ihr nicht eurem Herzen folgt, nicht dem, was ihr mit eurer Seele abgemacht habt und nicht mit dem, was ihr mit Gott abgemacht habt? Für ihn hier auf diesem Planeten zu tun. Dafür sollt ihr dennoch die Millionen Arschgeblasen kriegen. Echt jetzt? Das funktioniert nicht, ihr Lieben. So alles, was da hoch und runter geht, vor und dahinter ist. Darunter und darüber. Und das Versteckte dahinter, was bei euch jetzt hoch und runter geht. Mit den Autoresponder, zertrümmerte Autoresponder, archimedische Spiralen und Algorithmen. Den elektromagnetisch-biochemischen, infoenergetischen Gedöns, zerstören, löschen, umkehren, eliminieren, abwarten, können, aufschwören, ab annullieren, durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiuniversen und Zeitzonen, zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Halleluja. Geht jetzt der ganze Dreck von männlicher Energie aus euren Rücken raus. So ein Halsband geht jetzt ab, das öffnet sich und verschwindet in der Dunkelheit in eurem Rücken. Das ist dieses Armutshalsband. Denn ein Ganzkörpermaske, ein Ganzkopfmaske, die geht jetzt auch so auf und geht nach hinten weg. Ihr habt euch euren Möglichkeiten verschlossen und konntet die durch diese Maske nicht sehen. Und ist die weg, seht ihr wieder die Möglichkeiten, wie ihr vom Herzen her Geld dazu animieren und einladen könnt, in euer Leben zu kommen. Ah, alle Glaubenssätze und Programme, was ist viel Geld und was ist wenig Geld? Und mit wie viel man leben kann und mit wie viel man nicht leben kann. Alles, was da in euren Feldern ist, Vergangenheit, Gegenwart und schon Zukunft durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiuniversen und Zeitzonen zerstören, löschen, umkehren, eliminieren, abwarten, können, aufstellen, aber annullieren wir mit allem, was da reinsteckt, auch wenn ich es nicht erwähnt habe, und geben es zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. So wie als wenn ihr in einem schwarzmagischen Gefängnis wärt. Da hole ich euch jetzt mal raus. Oh, ihr seid da draußen. Und das mache ich euch mal sauber, sauber. Ei, Kinder, das ist ja schön. Und das dauert. Weil das ist ja nur eins der wichtigsten Themen neben dem sogenannten Liebesgedöns. Jetzt merkt ihr, wie sich diese Schleimmasse auf eurem Körper, wie die verschwindet. Ihr werdet jetzt eingeschmiert mit Heilenergie. Der ganze Körper, innen wie außen. Euer Gedankenfeld zum Thema Geld wird geheilt und gefüllt mit den richtigen Informationen, was immer für euch richtig ist. Weißer Heilnebel bleibt jetzt 6 bis 8 Tage. Bitte dieses Video regelmäßig angucken, regelmäßig, das ist ganz wichtig. Wir haben bei keinem Thema so viele Schichten abzuarbeiten wie beim Thema Geld. Goldene Friedens, Licht, Sonnen,
Gott und Geldenergie kommt jetzt in euer Feld. Ihr müsst euch wahnsinnig gut jetzt fühlen. Das ist wie in Abrahams Schoß, absolute Glückseligkeit, Glücksgefühle ohne Ende. Überall da, wo leer gemacht wird, wird jetzt mit dieser Energie gefüllt, damit ihr nicht wieder den nächsten Müll reinholt. Ha, ja, ja, wir haben es gleich geschafft. Ha. Ha. Frieden, Wonne und Freiheit sind meine letzten Worte dazu. Ich danke euch, jetzt bin ich bereit. Ich knuddel euch, ich buddel euch, ich segne euch. Genießt den restlichen Tag mit dieser wundervollen Energie und strahlt und leuchtet und seid Vorbilder für die anderen, die noch in der Kollektivmatrix Mangel verankert sind. Ihr habt jetzt euren Stab der Weisheit zurück, wie ihr am besten für euch die Geldenergie einladet, permanent, 24/7. Ah, hier genau dahin stecken, wo ihr ihn nicht mehr verlieren könnt. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, ein Kommentar und wenn ihr das Video teilt. Macht's mal gut, ihr süßen Engelbengelinchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.